So, der nächste sensible Bereich, der genau betrachtet gehört, ist der Waschraum. Im Waschraum werden ebenfalls sehr viele Keime ausgeschieden, verteilt, und daher gehört auch hier eine korrekte Vorgangsweise im Bereich der Händedesinfektion und der Flächendesinfektion. Beginnen wir bei der Händedesinfektion. Es macht durchaus Sinn, einen Händedesinfektionsspender vor den Toiletten zu platzieren. Das heißt, wenn man aus den Toiletten herauskommt und sich auch die Hände gewaschen hat, kann man dann, nachdem man noch einmal den Türgriff angegriffen hat, hier draußen im Vorraum, auch um besser Abstand halten zu können, sich optimal die Hände desinfizieren. Gehen wir zusammen einmal in den Toilettenraum. Optimal ist, wenn der Anwender selber sich die WC-Brille desinfizieren kann. Dafür nimmt er Schaum auf Toilettenpapier, wischt ihn über die WC-Brille und hat somit die Sicherheit, vor Viren geschützt zu sein.